Auf der Kinderstation schaut Assistenzärztin Konstanze Herzinger nach ihrer Patientin, einem 15-jährigen Mädchen, dem die Mandeln entfernt wurden. Gerade kommen deren Freundin und die Schwester zu Besuch. Oh ja, lang nicht gesehen. Oh, der Schuh, das ist so langweilig ohne dich. Kann ich mir vorstellen, hier ist es auch nicht gerade spannend. Vor allem die Jungs, die ärgern mich noch mehr. Und die Lehrer? Sie sind so wie immer. Ja, geht ihr beide in eine Klasse? Mhm. Ja. Ja? Ja. Echt? Du bist 15, oder? Ja, genau. Und du auch? Ja. Okay. Und Sie sind die Schwester, oder? Genau, ich bin die Schwester von der Ramona. Ja, wir sind alle zusammen aber aufgewachsen. Also ich weiß auch, dass sie 15 ist. Ja. Kennen uns schon von klein auf. Aber ein bisschen gewundert habe ich mich auch schon. Ich hatte auch zu ihr schon mal gesagt, ob wir nicht mal zum Arzt gehen sollen, weil die beiden... Ja, früher war sie halt ein Kopf größer als meine Schwester. Ne? Und jetzt sieht man halt den Unterschied, finde ich, schon sehr extrem, aber... Ja. Dass Selina schon 15 ist, hätte ich gar nicht erwartet. Es ist natürlich so, dass Menschen sich unterschiedlich entwickeln und manche Mädchen können auch etwas später zünden. Und ich habe schon geahnt, das wird nicht so leicht sein, da die Ursache zu finden, aber dass es lebensgefährlich wird, damit hätte ich nicht gerechnet. Du bist ja jetzt gerade im Krankenhaus. Was hältst du davon, wenn wir einfach mal drauf gucken würden und dich ein bisschen durchchecken würden? Nee, das ist echt doof. Oh, schadet nicht. Genau, jetzt sind wir einmal hier. Vielleicht finden wir ja sogar die Ursache und dir kann geholfen werden. Dann können wir uns vielleicht ein Zimmer teilen. Ja. Das ist doch das schlagende Argument. Genau, guck mal, ich bin auch mit hier. Dr. Herzinger ist die beste Kinderärztin hier bei uns. Ich schwör's. Na, ich beiße zumindest nicht. Guck mal, das sind doch die besten Voraussetzungen. Komm. Ja, okay. Ist, ist auch keine schlimme Untersuchung. Aber wir müssen dann nur mal mit deinen Eltern sprechen, ob sie einverstanden sind. Auf jeden Fall brauchen wir da irgendwas. Mama oder Papa, sind die irgendwie gerade ansprechbar? Mein Vater. Okay. Aber ich möchte nicht, dass er irgendwie dabei ist. Nö, das muss ja auch gar nicht so sein. Aber wir rufen ihn einfach mal kurz an, sagen, dass du hier bist und... ob er damit einverstanden wäre, dass wir dich mal durchchecken. Da es kein akuter Notfall war, mussten wir einen Erziehungsberechtigten hinzuziehen, um eine Zustimmung für die Untersuchung zu haben. In dem Fall mussten wir den Vater anrufen, da ihre Mutter keine Ansprechpartnerin war. Das ist natürlich problematisch in dem Fall, da es ein typisches Mädchenproblem ist und besser zwischen Frauen besprochen wird. Sie kommen dazu. Okay, gut. Ja, gut. Dann bis gleich. Auf Wiedersehen. Okay, Papa ist einverstanden, der guckt auch nicht bei den Untersuchungen. Aber es ist halt wichtig, dass er dann auch vor Ort ist. Bis der Vater des Mädchens eintrifft, beginnt die Assistenzärztin schon einmal damit, die Grunddaten der Patientin aufzunehmen. Sie ist halbwaise und wird vom Vater alleine großgezogen. 1,58 und 39 Kilo. Bei Selina habe ich zunächst einmal Körpergröße und Gewicht gemessen, um zu gucken, ob das dem Altersdurchschnitt entspricht. Dann habe ich die sogenannten Tanner-Stadien untersucht. Das bedeutet, wie weit ist das Brustwachstum und die Körperbehaarung entwickelt. Das war in Selinas Fall beides sehr unterentwickelt. Das wäre nicht schlecht, dass wir die Hormone testen, Hypophysenhormone vor allen Dingen. Das geht natürlich nicht ohne den Vater. Nee. Der kommt hoffentlich bald. Ja, da würden wir uns gerne vorher. Das dauert auch. Müsste ich dann, wenn sowieso, mit auf Eilt machen. Genau, dass wir die Ergebnisse relativ schnell haben. Und dann fände ich es auch noch mal schlau, wenn wir sie in der Gynäkologie anmelden, zum Konsil, dass wir da einmal einen Ultraschall machen von den inneren Geschlechtsorganen. Selina war, als sie erfuhr, was wir alles untersuchen wollen, schon sehr ängstlich. Und wir konnten ihr aber Mut zusprechen. Und eine große Stütze war auch die Schwester von ihrer Freundin, die Sophie, die ihr die ganze Zeit wirklich den Rücken gestärkt hat. Das ist Frau Dr. Hallo. Herzinger, unsere Allergologin. Genau. Ja, genau. Was ist mit meiner Tochter? Ist was Schlimmes? Was Schlimmes ist nicht. Uns ist nur aufgefallen, dass sie 15 ist und für das Alter ist sie ein bisschen klein, ein bisschen dünn und die Pubertät hat halt noch gar nicht begonnen. Wir haben jetzt auch mal nachgefragt, hat noch nicht ihre Tage, noch keine Behaarung und deshalb will mir der ganzen Sache gerne mal auf den Grund gehen und
würden da gerne Blutentnahme machen und gucken, oft liegt das an den Hormonen, dass die vermindert da sind, ob das bei ihr vielleicht der Fall ist und ganz mal so ein bisschen auf die Spur gehen, warum das so ist und dementsprechend dann ihr vielleicht auch helfen können. Ja. Ihr könnt hoch zum Konsil, zum Urschall. Okay. Dann nehme ich ihr vorher Blut ab. Komm, du bist mit der Blutentnahme sind Sie einverstanden, oder? Nenn mich nicht immer Prinzessin. Ich bin kein kleines Kind mehr. Die Schülerin ist immerhin 15 Jahre alt und sollte eigentlich mitten in der Pubertät sein. Warum das nicht so ist, will das Ärzteteam nun herausfinden. Dann geht's jetzt los rüber in die Gynäkologie. Kommt ihr einfach. Komm, Papa kommt auch mit. Genau. Du brauchst nicht alleine. Papa kann draußen bleiben. Und ich bring mal schnell. Sophie geht mit. Papa, ne? Und Galopp, das ist was für die Frauen. Ja, ich bleib da draußen. Ich war sehr froh, dass der Vater von Selina sehr verständig war und dazu bereit war, bei der Untersuchung nicht mit dabei zu sein. Es könnte nämlich gut sein, dass Selina, weil ihr die Untersuchung dann peinlich gewesen wäre, die Untersuchung abgebrochen hätte. Und das wäre in diesem Fall sehr gefährlich geworden. Jetzt kommt's kalt. Nicht erschrecken, kommt nur so ein bisschen Gel auf den Bauch. Ne? So. Dann schauen wir mal. Kommt so ein bisschen zu mir. Hm? Prima. Du hast, wir für ein Glück haben, die Blase ist etwas gefüllt, dann sieht man besonders gut. So, also, Gebärmutter ist da, klein und zierlich, wie es zu dir passt. Eierstöcke sind da. Also, da brauchst du schon mal keine Sorgen haben. Das ist alles vorhanden. Die Ultraschalluntersuchung war eine sehr wichtige Untersuchung bei der 15-jährigen Selina, weil es hätte ja auch die, eine Missbildung vorliegen können, dass keine Eierstöcke, keine Gebärmutter angelegt gewesen wäre. Das musste ja ausgeschlossen werden. Ah, okay. Das haben wir uns schon gedacht. Sind tatsächlich alle Hormone erniedrigt. Okay. Die faxen uns das genaue Bild noch mal zu, das genaue Labor. Alle Hypophysenhormone sind erniedrigt, auch Östrogen ist erniedrigt. Da müssen wir jetzt natürlich gucken, warum das so ist. Was heißt das denn überhaupt? Die Hormonproduktion der Eierstöcke und damit der Eisprung wird ja durch die Hypophyse, also im Gehirn, durch die Hirnanhangsdrüse gesteuert. Da werden also die Signalhormone produziert, die dann letztendlich auf die Eierstöcke wirken und das Startsignal geben, die, den Eisprung zu produzieren und damit auch den Menstruationszyklus. Was ist Frau Doktor? Haben Sie schon? Ja. Also eigentlich ist sie ein gesundes Mädchen. Da ist alles da und auch da, wo es hingehört. Nur für 15 Jahre ist das alles etwas unterentwickelt. Ne? Ja? Und wir haben gerade vom Labor erfahren, das wird Ihnen die Kinderärztin dann auch noch mal erklären. Genau, die Hormone, die Hypophysenhormone sind alle erniedrigt, auch Östrogen ist erniedrigt und wir müssen jetzt die Ursache finden, warum das so ist und das könnte eventuell an einer Störung im Gehirn, an der Hypophyse liegen und deshalb würden wir jetzt gerne ein Bild vom Kopf machen, um zu gucken, was da die Ursache sein könnte. Das nennt sich MRT, diese Untersuchung. Durch die MRT-Untersuchung haben wir noch mal einen gesonderten Blick auf die Hypophyse geworfen. Sollte die Hypophyse geschädigt sein durch einen Unfall oder durch eine Hirnhautentzündung, wäre Selina lebenslang auf eine Hormonsubstitution, also Ersatz, angewiesen. Wäre es so, dass eine Raumforderung, ein Tumor die Hypophyse befallen hätte, dann steht eine Operation an, um den Tumor zu entfernen. Dann sehen wir uns später und Während das Mädchen untersucht wird, hat die Assistenzärztin einen weiteren Patienten, ein 15 Monate altes Baby. Oh, wen haben wir denn da? Hallo, ich bin die Kinderärztin. Ihr Name ist Franziska Herzinger. Ich heiße Franziska, das ist mein Mann David und das ist der Ben. Ach so, der hat so rote Pobacken und ich weiß nicht warum. Und der heult die ganze Zeit, aber jetzt können wir ihn ein bisschen beruhigen. Also.
Okay, dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Sie waren unten in der Not. Ja, die haben uns halt hochgeschickt. Genau. Und es ist jetzt halt so, er hat die ganze Nacht wirklich geweint. Und jetzt ist die erste Mal, also das erste Mal, wo er okay ist. Ja. Okay, ja. Können Sie was machen, bitte? Weil ja, genau, wir schauen uns den Ausschlag jetzt mal an. Dafür sind wir da. Dafür sind wir ja da, dass wir was machen, genau. Im Behandlungsraum untersucht die Kinderärztin das Baby ganz genau. Die Eltern sind völlig verzweifelt, denn ihr Sohn scheint Schmerzen zu haben. Okay. Wir wussten nicht mehr, was wir machen sollen. Schon sehr rot und auch trocken gereizt. Hallo, Ben. Kann ich mir vorstellen, dass das sehr weh tut. Hallo, Ben. Benutzen Sie denn irgendwas Ungewöhnliches? Ich kann es Ihnen gern sagen. Also wir haben die ganz teuren, schönen Pflegetücher. Ja, meine Frau ist das. Okay. Ja, entschuldige. Ja, aber die gibt viel Geld damit aus. Was sind das für Inhaltsstoffe? Also wir können hier ziemlich viele schädliche Zusatzstoffe und auch Parfümierungen finden. Und das reizt natürlich so empfindliche Kinderhaut. Ist das nicht gut? Das ist nicht gut. Die Eltern des kleinen Patienten haben Feuchttücher benutzt, die Parfüm und gefährliche Zusatzstoffe haben, die im Zweifelsfall auf der empfindlichen Kinderhaut eine starke Hautreaktion provozieren können. Die bitte wirklich nicht mehr weiter benutzen. Die können wir gleich weg. Wasser, ganz einfaches Wasser. Das genau, das ist am besten für die Babys. Die Haut. Und ich schreibe Ihnen jetzt eine beruhigende Salbe auf. Damit sollte sich das in einigen Tagen geben. Und wie lange dauert das, bis das weggeht? Maximal eine Woche. Ja. So, knöpf mal das noch zu, dann bist du wieder. Dann halten wir dich noch ein bisschen hier, ne? Wenn du so ein liebes Baby bist. Nee. Die Eltern sind da nicht ganz einverstanden. Dank der Creme werden die Hautreizungen schon bald zurückgehen. In Zukunft sollte das junge Paar auf parfümierte Feuchttücher verzichten. Doch es gibt noch ein Problem. Tschüss. Ja. Mir ist jetzt peinlich. Wirklich. Ja. Aber ich habe das Gleiche. Ah, okay. Und das juckt und okay. Ich werfe mal kurz einen Blick drauf, ob es wirklich das Gleiche ist. Und, ich denke mal, es ist sehr, sehr wund. Dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie einfach zum Hausarzt gehen und sich die gleiche Creme. Können Sie mir die auch nicht aufschreiben? Das können wir hier nicht machen, weil Sie ja kein Kind sind. Okay. Und wir sind hier eine Kinderstation. Und das juckt und wie eine Sau. Also, ja. Total. Ja. Gut, dann zeigen Sie mir kurz die Stelle und dann. Oh ja, das ist ja deutlich rot. Ja gut, haben Sie wahrscheinlich auch diese Tücher benutzt. Ja, weil meine Frau ist. Der Vater von Ben hat sich dann auch gleich untersuchen lassen, da er meinte, er hat einen ähnlichen Ausschlag wie sein Sohn. Das ist im Regelfall nicht normal, dass wir erwachsene Patienten auf der Kinderstation untersuchen. In dem Fall hat es ganz gut gepasst, da der Hautausschlag und auch die Provokation durch die Feuchttücher bei beiden der gleiche war. Habe ihn dann aber an seinen Hausarzt verwiesen, damit er ihn diesbezüglich weiter behandeln kann. Hallo. Ich bringe euch eure Patientin wieder mit. Ja. MRT-Bilder. Habe ich auch mitgebracht. Okay. Wollt ihr ins Arztzimmer? Ja, da gehen wir mal ins Arztzimmer und besprechen das. Und das Labor ist mittlerweile auch schon angekommen. Ja. Das wollen wir auch mal mitnehmen. Jawohl, das ist es. Genau, das ist es. Dann darf ich mich an der Stelle bei euch verabschieden. Ne? Ich bin jetzt wieder auf meine Station zurück. Ne? Danke dir. Alles Gute. Okay. Hallo, hallo. Darf ich mal vorgehen? Hast du schon einen Blick drauf geworfen? Ja. Als wir alle Ergebnisse zusammen hatten, also das Bild vom Kopf, das MRT-Bild und auch die Blutergebnisse, sind wir ziemlich schnell zu einer Lösung gekommen. Die Ergebnisse vom MRT sind jetzt da und wir konnten eine Raumforderung. Eine Raumforderung oder auch Tumor genannt, feststellen, der Tumor? Auf die Hypophyse, also dieses Hormon, ganz ruhig. Es ist wahrscheinlich, es sieht ganz danach aus, dass es ein gutartiger Tumor ist, der auch keine Hormone produziert, der aber insofern auf die Hypophyse, also diesen Teil im Gehirn drückt. Und dadurch können die entsprechenden Hormone, die nötig sind, um die Pubertät auszulösen, nicht produziert werden oder nur in verminderter Menge. Und damit sie aber wieder arbeiten kann, möchten wir den Tumor entfernen. Das wird in der Neurochirurgie passieren, wahrscheinlich durch einen minimalchirurgischen Eingriff. Und danach gehen wir davon aus, dass dieses System wieder funktionieren kann. Wärst du auch einverstanden mit dem, was wir mit dir vorhaben? Ja. Gute Entscheidung. Papa, ich möchte das machen. Überfordert danach bin ich aber wieder gesund und dann ist alles wieder. Boah,
Du hast sehr schlaue wirklich, Tochter. Ich bleib hier. Du hast wirklich den Mut. Der Tumor musste sehr rasch entfernt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass Teile des Gehirns weiter beschädigt werden und es zu weiteren Ausfallerscheinungen kommt. Einige Tage später können Tochter und Vater aufatmen. Glücklicherweise wurde der Tumor rechtzeitig entdeckt und erfolgreich entfernt. Schon eine Woche später ist die Schülerin wieder zu Hause und wird keine Folgeschäden zurückbehalten. Sie ist nun vollständig in der Pubertät angekommen. Ja.